Hallo, ich möchte euch zeigen, wie man einen 98-Verschluss zerlegt. So, als erstes muss man darauf achten, dass die Sicherung nach oben zeigt. Dafür muss die Waffe gespannt sein. Also erstmal spannen. Gucken, dass nichts im Lauf ist. Zumachen. So. Die Waffe ist jetzt sogar gesichert und jetzt können wir den Verschluss rausnehmen. Um den Verschluss zu zerlegen, drücken wir erstmal auf diesen Knopf und schrauben dann einfach auseinander. Also das klickt hier so ein. Check. Bei der zweiten Umdrehung muss man das nicht mehr drücken, da geht es nämlich so vorbei. Und dann komplett abschrauben. Den Auszieher, den könnte man auch noch abmachen. Dazu muss man hier drauf drücken und hier anheben und den Auszieher nach oben wegschieben. Ungefähr so. Das dann aber fummelig ist, wenn wir wieder zusammensetzen, lasse ich es lieber sein. Es besteht doch eigentlich keine Notwendigkeit. Für den Rest des Verschlusses brauchen wir diese Öffnung hier im Schaft. Das stecken wir so rein und dann müssen wir die Feder zusammendrücken, um das hier abdrehen zu können. So. Dann drücke ich das so zusammen, ohne mir die Finger hier zu klemmen und drehe das so weg. Damit sind wir eigentlich schon fertig. Die Sicherung können wir zur Seite kippen und dann rausnehmen. So geht das nicht. So. Und der Verschluss ist zerlegt und kann gereinigt werden. Das Zusammensetzen geht dann natürlich genauso. Feder drauf. Sicherung drauf. Wieder nach oben. Und dann, wie man hier sieht, die Öffnung ist nicht rund, sie ist genau wie das hier, so ein bisschen abgefräst an den Seiten, steckt man so drauf, dann wieder zusammendrücken, das hier drauf, auch so schräg, also so geht das nicht, das muss so oder so drehen und vorsichtig nach oben schieben, ohne sich die Finger zu klemmen, weil, wie gesagt, hier ist eine schöne Kante, um sich den Finger klemmen zu können. So. Da schauen wir das wieder zusammen. Hier wieder einmal durch. Klick, fertig. Jetzt können wir den Verschluss in die Waffe einsetzen. Entsichern, bing, funktioniert. Tja, das war's.